Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der XXL-Farm. Im Landwirtschaftssimulator 19 weiter geht's heute auf der XXL-Farm mit spannenden Themen. Wir werden heute ein bisschen bauen, wir werden heute wieder einige Farmarbeiten ausführen und am Ende hoffentlich auch noch ein bisschen die Gülle ausfahren. Vorher wollte ich euch allerdings mal zeigen, ich habe seit der letzten Folge ein bisschen weitergearbeitet. Es ist aber immer noch wahnsinnig viel zu tun hier auf der großen, großen Wiese. Hier sieht's immer noch aus wie bei Hempels unterm Sofa, möchte ich sagen. Ich zeige euch aber jetzt mal, was ich schon so alles abtransportiert habe. Das sieht so aus, als hätte ich gar nichts gemacht hier, merke ich gerade. Aber es stimmt nicht. Ich habe nämlich ein bisschen weiter gearbeitet und das seht ihr hier. Hier liegen schon ordentlich Silageballen drin. Hier vorne liegen natürlich auch schon einige Silageballen. Das kennt ihr aus der letzten Folge. Und hier liegen, glaube ich, auch noch Silageballen. Und das nimmt einfach überhaupt kein Ende. Und ich habe auch schon ein paar hier reintransportiert und das wollte ich jetzt auch weitermachen. Ich habe unter der letzten Folge natürlich auch wieder fleißig eure Kommentare durchgelesen und habe ja in der letzten Folge gefragt, wie sieht's aus? Wollen wir vielleicht auf der XXL-Farm Gewächshäuser machen? Weil ich das irgendwie ganz nett fand und irgendwie auch ganz cool und ich dachte mir, das ist vielleicht auch eine nette Idee für den Mist. Und ihr habt geschrieben, Ansgar, kannst du gerne machen. Es haben allerdings auch viele geschrieben, Ansgar, ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig toll hier für die XXL-Farm, weil das bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld, ist immer mal Arbeit, muss man sich drum kümmern und so und ist jetzt nicht so ultra lukrativ. So, ich habe es mir jetzt mal überlegt und habe mich dazu entschlossen, das in dieser Folge jetzt mal noch nicht zu machen und das erstmal aufzuschieben. Wenn wir irgendwann mal Zeit haben, ich lasse den Mistberg jetzt einfach mal anwachsen. Und wenn wir irgendwann mal Zeit haben, dann können wir uns immer noch um die Gewächshäuser kümmern. Ja? Bis dahin werde ich das alles allerdings vermutlich eher verkaufen. Ich mache es also so, den Mist verkaufe ich. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier losbekomme. Ist immer so. Den Mist verkaufe ich und die Gülle trage ich aus, beziehungsweise die Gülle fahre ich ja immer zur BGA. Und die Gärreste, die werden dann ausgebracht. Das ist so ein bisschen mein Plan jetzt für die Erzeugnisse der Kühe. Und in dieser Folge werden wir uns noch um andere Dinge kümmern. Oh, das ist gut. Den nehmen wir direkt mal so mit. So, aber es erklärt auch, warum das hier so ein bisschen so aussieht, wie es aktuell aussieht. Wir werden nämlich noch ein bisschen bauen heute. Anstatt der Gewächshäuser müssen wir nämlich noch was anderes bauen. Das habe ich immer mal angekündigt. Ich weiß aber nicht, ob das noch bei allen in der Erinnerung ist. Deswegen werde ich euch das gleich nochmal schnell zeigen und natürlich heute auch in dieser Folge bauen. Ich würde sagen, einen setzen wir noch drauf und dann reicht's auch. Und dazu würde ich sagen, ja, fahren wir jetzt hier nochmal rein ins Getümmel. Nehme ich mal hier das mit. So. Und dann nehmen wir diesen Packen hier nochmal. Flott. So, super, klasse, hervorragend. Dann werden wir nämlich, wir kriegen natürlich jetzt gerade kein Geld dafür, dass wir das jetzt hier reinschmeißen, aber um 0 Uhr gibt es ja immer die große Abrechnung und ich bin ganz zuversichtlich, dass das richtig viel Cash sein wird. Also ich habe das ja, wenn ich das mit der Silage, die wir hier im Silo hatten, immer befüllt habe, dann habe ich so ungefähr 300.000 daraus bekommen. Das werden jetzt am ersten Tag wesentlich weniger sein, weil ich ja nur die Hälfte des Tages das Ganze befüllt habe hier. Aber trotzdem wird das noch eine gute Summe sein und wesentlich mehr. Wir haben ja gesehen, das Dreifache, glaube ich, von dem, was wir an dem Ballenverkaufspunkt bekommen. So, den Arox, den habt ihr eben schon gesehen, der sieht unglaublich dreckig aus. Den muss ich ganz dringend waschen und den muss ich auch zum Milchverkauf schicken. Vielleicht sollte ich das jetzt mal machen. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Nee, ich mache es in der nächsten Folge und wir kümmern uns jetzt um eine andere Sache, die ich nämlich auch geplant habe. Denn uns läuft, wie immer auf der XXL-Farm, die Zeit davon. So, ich habe mir nämlich überlegt, wir werden jetzt noch ein bisschen Heu einfahren. Das müssen wir einfach mal mit dem Sammelwagen jetzt heute mal machen, weil ich brauche mal wieder ein bisschen Heu und da dachte ich mir, nehme ich euch mal mit zu und ich gucke mal, ob jetzt hier noch Platz ist, dann werde ich den, ja, ganz hinten ist noch Platz. Dann werde ich den nämlich mal kurz reinstellen. Ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich es mal erwähnt habe, aber ich habe hier so ein Vegetationspack gefunden. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Das war es natürlich wieder komplett. So. Dann wird er mal kurz rangiert. Und dann... Okay. Ich habe ein Vegetationspack gefunden und dann dachte ich mir, mache ich die XXL-Farm doch mal ein bisschen schöner und pflanze mal ein paar Blumen. Seht ihr hier, ja? Habe ich mal gemacht. Dachte ich mir, zur Feier des Tages, kann man ja mal machen.
So, war auch eine willkommene Abwechslung bei dem ganzen Abgefahre. Also, der ein oder andere würde jetzt sagen, Ansgar, du hast immer noch so ein Chaos da auf deinem Feld. Mach das doch endlich mal weg. Das kann doch so viel Arbeit nicht sein. Ja? Du fauler Kerl. So, diesen Menschen, die da geneigt sind, das zu schreiben, sei kurz gesagt, das ist wirklich eine Arbeit von Stunden, die wir im Moment hier haben oder die ich im Moment hier habe. Ihr seht das ja nicht, weil ich das offscreen mache, weil es unglaublich langweilig wäre, das alles in den Folgen zu machen. Selbst für einen Stream ist es eigentlich zu langweilig. Und deswegen mache ich das eben in den Folgen. Mache ich das offscreen, so muss ich sagen. Aber das dauert halt einfach ewig und deswegen zieht sich das so ein bisschen über die Folgen. Aber ich denke, in den nächsten beiden Folgen wird das dann von dem Feld runter sein. So, dann machen wir einmal hier den Ladewagen runter und dann werde ich hier ein bisschen Heu aufnehmen, glaube ich. Soll das eigentlich sein, denn das habe ich hier irgendwann mal gemacht, habe ich irgendwann mal hergestellt. Ich habe es aber nie abgefahren und das muss ich heute mal nachholen. Wir brauchen das für das Kraftfutter und jetzt werden viele von euch sagen, die Mischration. Dazu hast du jetzt Gras, dazu hast du Heu, nee, Gras braucht man gar nicht, dazu hast du Heu, dazu hast du Stroh, du hast aber eines nicht und das ist ganz wichtig, wir haben nämlich keine Silage. Jetzt habe ich ein bisschen überlegt, wie machen wir das, was machen wir da in dem Fall, soll ich jetzt einfach ein paar Silageballen holen und die dann öffnen und dann sozusagen an die Kühe verfüttern? Fand das allerdings jetzt nicht so eine wahnsinnig gute Idee, weil das ist dann wieder nur so eine Lösung auf kurze Zeit. Vielleicht mache ich das zusätzlich, hole ich mir noch ein paar Ballen an den Hof und werde die dann verfüttern. Aber ich glaube, es ist besser und es ist cooler, wenn ich das etwas anders mache. Und zwar, mich wundert es heute ein bisschen, heute stockert das immer mal. Ganz kurz nur, aber das wundert mich ein bisschen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht liegt das an diesem Update, was ich mir gezogen habe. Oder vielleicht habe ich irgendwas installiert, was ich nicht hätte installieren sollen. Muss ich mal nachschauen. Aber ich habe mir überlegt, wir machen auf dem Hof, ich glaube, das hatte ich irgendwann auch mal erwähnt, ich werde einfach auf dem Hof ein kleines Silo bauen für die Silage und dort dann Grassilage herstellen und die dann an die Tiere verfüttern. Das ist dann also ein spezielles Silo nur für die Kühe und ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Dann müssen wir da nicht an irgendwelchen anderen Ressourcen naschen und können das komplett für die Kühe verwenden. Und haben dann da auch immer den Überblick, wie viel haben wir, was können wir noch verbrauchen, wann müssen wir wieder Gras reinfüllen und so weiter und so fort. Und Grasflächen haben wir ja wirklich mehr als genug. Hier können wir bald mal wieder mähen, das können wir dann rüberfahren. Und Feld 16 könnten wir im Prinzip auch nochmal mähen, da ist jetzt bald die nächste Stufe erreicht. Also von daher eine ganze Menge zu tun, eine ganze Menge zu erreichen und eben genügend Ertrag. So, gut. 150.000 hat er hier, oder was? Eine ganze Menge. Ich glaube, da kriegen wir das ganze Feld hier rein. Ich weiß gar nicht. Ja, irgendwie muss das noch klappen hier mit der Gülle. Also ein bisschen was wollte ich noch rüberbringen zur BGA. Und dann wollte ich es auch auf dem Feld ausbringen, bevor wir dann später wieder ansäen. Das wollte ich also vor dem Ansäen machen. Müssen wir mal gucken, wie weit wir heute kommen hier in der Folge. Das ist ja doch immer verspekuliert man sich ja öfters mal. Und die Milch muss ich auch dringend verkaufen. Das ist bestimmt, also ich weiß gar nicht, was haben wir da im Moment für Preise? Die, hier, 1229 und wir haben aktuell, ja, das wird hier nicht angezeigt, aber das wird ja hier angezeigt, wir haben aktuell 162.000 Liter. Das ist schon allerhand. Dafür werden wir richtig viel Geld bekommen. Und das können wir dann auch später ins Maisprojekt investieren. Einige von euch haben auch in die Kommentare geschrieben, auch das habe ich gesehen, dass ich doch bitte einfach einen Baumwollernter mieten soll. Und dann das Feld 12 war das, ne? Ich glaube, ihr habt euch für das Feld 12 entschieden, dass ich dann einfach das Feld 12 ernten soll mit einem gemieteten Baumwollernter und damit würde ich dann richtig viel Geld machen. Ich habe allerdings immer so das Gefühl gehabt, dass sich diese Baumwolle überhaupt nicht lohnt und ich weiß nicht, ich finde Baumwolle passt jetzt auch nicht wirklich ins Projekt, deswegen werde ich das hier nicht machen.
Ich werde allerdings warten, bis dann die nächste Frucht drauf angesät ist. Und mit ein bisschen Glück ist das ja dann Raps, Soja oder irgendwas anderes Cooles, was wir dann ernten können und womit wir dann nochmal Geld verdienen können. Das ist vermutlich dann nicht gedüngt und nicht auf der maximalen Stufe und so, aber es wird trotzdem noch viel Ertrag sein, den wir dann gut einfach mitnehmen können. So, nehme ich noch diese Spur mit. Und dann sind wir gleich voll. Und dann haben wir wieder ordentlich Heu auf dem Hof. So, sonst kommen nämlich immer mal Fragen. Wenn ich das nämlich auch offscreen mache, dann kommen viele Fragen von euch, die absolut verständlich natürlich auch. Wann machst du denn mal wieder Heu? Du brauchst doch sicherlich mal wieder Heu oder du brauchst mal wieder Stroh oder so. Deswegen versuche ich das immer mal ein bisschen einzubinden. Ja, ich glaube, wir gucken mal, ob da hinten auch noch was ist. Aber ich glaube, das Feld ist jetzt heufrei. Da ein bisschen was steht hier noch. Aber, ja, hier, diese Laien werde ich nochmal schnell mitnehmen. Wenn schon, denn schon, ne? Wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir es auch richtig. Und dann freue ich mich total auf das Maisprojekt. Und bei dem Maisprojekt wird es übrigens so sein, dass es dann eine Woche lang täglich ein Video gibt. Weil das wird eine ewig lange Tour sein. Und dann sieht man sozusagen täglich, wie das Silo, vermutlich dann eher die Silos, so langsam peu à peu anwachsen. Das wird richtig, richtig cool anzuschauen sein. Und dann werden wir Feld für Feld häckseln. Und ich glaube, das wird mega Spaß machen. Also ich freue mich da total drauf. Und das dann auch relativ automatisiert. Ich werde vielleicht auch selbst immer mal ein bisschen was machen, aber ich glaube, allzu viel möchte ich da gar nicht machen, weil ich nicht in das System dann reinfuschen möchte. Also auf jeden Fall, das Abfahrersystem wird vollautomatisch sein. Die werden dann also das aufnehmen am Häcksler, werden dann von sich aus, sobald sie voll sind, zum Händler fahren. Nicht zum Händler, zur BGA fahren, das dort abladen. Und mit etwas Glück ist dann auch schon der Silageschieber und Verdichter automatisiert, sodass, die sich da hoffentlich nicht in die Quere kommen und das sehr effizient dann geschehen kann. Weil alleine kann man so ein Projekt, also das geht kaum. Ich hab's ja damals, war ja noch kein Kursblade draußen und da habe ich ja todesmutig, habe ich mich da in den Kampf gewagt und Feld 16 komplett gehäckselt, beziehungsweise komplett abgefahren. War, also in den ersten zwei Stunden war es cool, ne? Also, aber dann irgendwann geht es einem auch wirklich auf den Senkel. Da macht man eine Pause und denkt man sich, ja, schaue ich morgen nochmal rein. Und da war es immer noch, ja? Das war dann doch eher belastend. Gut, aber wir haben frisches Heu, das ist gut. Das freut mich. Daraus können wir super Mischration machen. Und dann würde ich sagen, nutzen wir jetzt die Zeit, die jetzt gerade beim Abkippen drauf geht, um hier noch ein Silo zu platzieren. Und da habe ich mir Folgendes rausgesucht. Ich dachte mir, dieses Silage-Silo, ein doppeltes brauchen wir, glaube ich, nicht. Und ein doppeltes V2, obwohl, das kostet 50.000. Sind die Kapazitäten denn die gleichen? Vermutlich, ne? Also sinnvoller wäre ja eigentlich, dieses hier zu nehmen. Ach, ich nehme das jetzt einfach mal. Das ist, glaube ich, sinnvoller, weil wenn das einmal leer ist, dann kann das eine Silo befüllt werden und dann vom anderen sozusagen noch gezerrt werden und umgekehrt. Ich glaube, das ist sinnvoller. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich es platziere. Ich denke, ich werde es hier platzieren. Müssen wir gleich noch ein bisschen den Ort davor so ein bisschen hübsch machen. Ja, doch, ich werde das hier platzieren, vielleicht so. So, genau. Und das sieht doch echt schick aus. Dann machen wir jetzt nochmal kurz, bevor ich das mache, speichere ich mal kurz. So. Und dann werde ich mal ganz, ganz kurz hier nochmal kurz den hier machen. Landschaftsbau machen wir heute mal wieder. Okay, und hier in dem Modus können wir jetzt mal kurz noch texturieren. Da würde ich sagen, wählen wir jetzt mal schnell noch den richtigen Bodentyp aus. So. Machen wir vielleicht... Welchen hatte ich denn sonst immer? Ich glaube, ich hatte... Den hier, ne? Nehmen wir den doch. Ja, das sieht richtig aus. So. Okay. Alles klar. Gut, da würde ich sagen... Können wir das dann später so befüllen? Wir haben aktuell kein Gras, was wir da reinschütten könnten.
Aber ich finde, das sieht ganz schick aus, macht sich sehr gut hier auf der XXL-Farm und ist eben nur für die Kühe gedacht. Und jetzt wollte ich mal kurz schauen, wie die Kapazität da ist. Das sollte einem ja eigentlich angezeigt werden, wenn man da reingeht. Schauen wir mal kurz. Ah, okay. Wird einem erst, wenn das Häckselgut dann drin ist. Gut. Aber ich finde das sehr, sehr cool. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Ist von der LS Mod Company. Und da werden wir dann später, ja auch mit den Regentonnen, ganz hübsch gemacht. Und da werden wir dann später unser Gras reinkippen. Oder vielleicht auch ein bisschen Mais, je nachdem, was wir so haben auf der XXL-Farm. Gut. Jetzt am Ende der Folge wollte ich ja nochmal mit dem KSIH rüberfahren zur BGA. Dort schnell noch ein bisschen was abladen. Dann sind wir gleich auch schon am Ende der Folge angekommen. So. Ich fahre jetzt einfach mal die Strecke, die hier auch schon drin ist. Ich fahre kurz zur BGA, werde dann nochmal ein bisschen Gülle abladen und ein paar Gärreste einladen. Und dann werde ich auf jeden Fall schon mal anfangen, die Gülle hier auszutragen auf dem Feld 2. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, ich schaff's heute nicht mehr komplett in der Folge. Aber das gibt's dann halt einfach in den nächsten Tagen. So. Okay. Übrigens, wichtiger Hinweis noch. Morgen, also wenn ihr das Video seht, dann ist ja... Also heute ist ja Donnerstag. Und morgen ist Freitag. Und morgen Abend wird es wieder mal einen Livestream geben. Und zwar mit dem großen Güllefahren. Da werde ich also ganz viel Gülle austragen. Da werden wir auch mit so Feldrandcontainern arbeiten. Das ist ja sonst eine Sache, die mache ich nicht so sehr. Weil hier die Wege einfach relativ kurz sind zur BGA. Würde ich jetzt, also so ein Container würde sich vielleicht lohnen, wenn ich Feld 12 bewirtschaften würde und da Gülle austragen wollen würde. Dann würde sich so ein Feldrandcontainer vielleicht lohnen. Aber das mache ich ja nicht. Das ist ja hier direkt an der BGA, das Feld. Und deswegen habe ich mir überlegt, komme ich im Moment noch hier ohne Feldrandcontainer aus. Aber beim großen Güllefahren werde ich das auf jeden Fall am Start haben. Und das wird, glaube ich, ein ziemlich cooler Livestream. Ich freue mich da schon drauf. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr alle dabei wärt. Ob mit Facecam oder nicht, weiß ich jetzt noch nicht. Aber wird auf jeden Fall großartig. Vielleicht ist das dieses Geruckle auch wegen der vielen Ballen, die hier so... Das könnte es eigentlich sein, ne? Ich glaube nicht, dass es irgendwie an dem Update liegt. Das liegt an den Ballen, die hier so rumliegen. Ich muss die alle schnellstens mal abtransportieren. Das ist ja das gleiche Problem wie im Live-Projekt. Ja, ist auch erstaunlich bei 1000 Ballen. Das ist ja komisch. Wer hätte das denken können? Dass das hier auf die Performance geht, wirklich erstaunlich. Also, Empörung geht hier wieder durchs Land und durch die Kommentare vermutlich. Wie damals beim Klaas. Dach. Einer hat auch ganz lieb in die Kommentare geschrieben, auch das hat mich sehr gefreut. Und in der letzten Folge, Ansgar, egal wie das Dach aussieht, wenn es dir so gefällt, lass es doch einfach so, dass sich hier alle aufregen. Ist doch, ich glaube, aufgeregt hat sich gar keiner, aber es war halt der Wunsch von vielen, dass ich das Glasdach richtig färbe. Und diesem Wunsch bin ich ja dann auch in der letzten Folge nachgekommen. So, jetzt wird hier nochmal schnell das korrekt platziert. Einmal voll machen, bitte. Moment. Ich muss mal kurz gucken. Okay, Befüllung starten. Gärreste. Ach ja, knapper. fast eine Million Liter haben wir hier. Ja moin. Da muss ich aber jetzt ordentlich austragen. Grüße gehen raus an die Nachbarn hier. Geruchsbelästigung ist dann auch in den nächsten Tagen am Start. Gärreste sollen, glaube ich, nicht so krass sein wie Gülle, ne? Aber trotzdem. So. Klärschlamm wird ja, glaube ich, auch irgendwie ausgetragen, ne? Also, aus dem Klärwerk. Auch ganz interessant. Es wird dann irgendwie weiterverarbeitet zu Produkten für die Düngung. Gut. Denn man Tau geht's raus aufs Feld und dann rein ins Abenteuer. So, einmal aufklappen. Und dann fahren wir einmal kurz rundherum. Ich sehe allerdings, wir sind schon am Ende der Folge angekommen. Das heißt, ich werde jetzt noch eine Fuhre hier ausbringen und dann werden wir sehen, wie das alles weitergeht in der nächsten Folge. So. Ah, da ist sie wieder. Die schöne Textur. Jetzt zoome ich mal ein bisschen raus und dann sehen wir es auch. Erstaunlich mit den Ballen.
Da muss ich selbst ein bisschen lachen, dass ich das komisch finde, dass es hier immer mal ein bisschen stockert. Wobei, für diese Ballenanzahl, finde ich, geht's noch. Als die flach auf dem Feld verteilt waren, da war das vermutlich noch einigermaßen akzeptabel. Aber jetzt, wo die so kreuz und quer übereinander geschichtet liegen, scheint das Spiel nicht mehr so ganz gut damit klarzukommen. Naja, gut. Ich schwanke ein bisschen. Offensichtlich hat der Bauer heute einen im Tee. So, gut. Aber das sieht doch ganz vernünftig aus, so wie es jetzt ist. Ja. Und die Textur finde ich tatsächlich ganz schön. Vom Gülle austragen. So. Ich finde, beim Feld 2 kann man das noch ganz gut machen. Beim Feld 16 hätte ich da, glaube ich, ein paar Probleme mit. Aber ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass ich keinen Kunstdünger mehr kaufen werde. Wobei, eigentlich in der Realität düngt man mit Gülle ja nur vor dem Säen, ne? Also, vermutlich muss ich dann doch nochmal ran. Mit Kunstdünger, aber ich werde auf jeden Fall jetzt verstärkt mit Gülle eben arbeiten, weil wir, oder mit Gärresten, weil wir eben so viele Gärreste oder so eine große Menge, so eine große Masse an Gärresten haben im Lager, und das wäre jetzt ja auch dumm, die dann irgendwie zu verschenken oder nicht zu nutzen, zumal das wird ja nicht weniger. Wir produzieren ja immer noch ganz, ganz viel Silage und das wird ja nicht weniger, ne? Deswegen ist es, glaube ich, schon ratsam, sich daran zu halten. So. Gut, gut. Und der Kontostand schmeckt auch. Ich muss allerdings auch sagen, wir haben noch immer ein bisschen Schulden, ne? Ich werde die allerdings auch erstmal nicht zurückzahlen. Ich denke, ich werde die Schulden erst zurückzahlen, wenn das Maisprojekt zu Ende ist und da der Verkauf reinkommt. Und dann kann ich die auch relativ flott zurückzahlen, weil dann werden wir so viel Geld verdienen. Also es sind ja dann pro Tag wieder 300.000 und ich denke, wir werden sicherlich so 10, 11, 12 Ingame-Tage durchgehend verkaufen. Und das sind ja dann schon über 300.000, die wir dann da an Cash machen. Von daher, ja, denke ich, wird das eine ziemlich lukrative Sache. Und dann kann ich auch gut den Kredit zurückzahlen und kann dann schon die nächsten Maschinen kaufen. Dann geht's nämlich weiter mit einem weiteren XXL-Projekt sozusagen auf der XXL-Farm. Welches das ist, das steht in den Kommentaren unter dem letzten Video. Vielleicht seht ihr das ja, dieser Vorschlag ist tatsächlich auch so geplant. Ich schwanke zwischen zwei Dingern, da muss ich nochmal mit dem Preis ein bisschen gucken, aber das ist auf jeden Fall schon so in meinem Kopf ausgearbeitet. Aber erstmal kommt das Maisprojekt. Vielen Dank euch allen fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, das war es wieder komplett. Lasst gern einen Daumen nach oben da und schaut auch gern in die nächsten Folgen wieder rein. Ansonsten schreibt mir auch gern in die Kommentare, was ihr noch so für Ideen, für Tipps, für Vorschläge und für zwingende Maßnahmen für das Maisprojekt wisst. Denn das geht jetzt so langsam in die finale Phase, ne? Also wir haben jetzt genügend Geld, um das Feld zu kaufen. Die Abfahrer können wir uns auch alle mieten. Wir haben im Prinzip auch genügend Geld, um, also das haben wir jetzt noch nicht alles auf dem Konto, aber auf jeden Fall schon an der BGA sozusagen vorhanden. Wir haben fast genügend Geld, um uns dann auch die Hexer zu kaufen. Auch da ist natürlich die Frage, welche nehmen wir? Es gibt, glaube ich, jetzt mittlerweile auch so ein John Deere Häcksler. Mal kurz gucken, wo sind sie, die Häcksler? Feldhex hier. Vermutlich sind die meisten von euch wieder für den Krone, aber trotzdem. Wenn ihr dann noch irgendwelche Wünsche, Vorschläge, Tipps und ganz dringende Maßnahmen wisst für das große Maisprojekt, lasst es mich in den Kommentaren wissen, und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge und freue mich auf euch und eure Kommentare und eure Daumen nach oben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!